Neulich auf diesem Kanal. Fluoride und Zahnpasta, die ganze Wahrheit. Und Upload. So, jetzt dürften alle Zweifel beseitigt sein. Doch dann. Selbst öffentlich-rechtliche Kollegen warnten vor der Verdummung durch Fluoride. Wer lügt also? Ich oder die anderen? Nehmt euch einen Tee, setzt euch, macht es euch gemütlich, das wird ein längeres Video. Ich möchte hier auf 3 wissenschaftliche Studien eingehen, die im Zusammenhang Fluoride und Gehirn immer wieder zitiert werden. Nur im Gegensatz zu den vielen anderen Erwähnungen anderswo werden wir hier richtig ins Detail gehen. Advanced Chemistry. Denn Details sind nun mal verdammt wichtig in der Wissenschaft. Aber wisst ihr, warum ihr so selten Details über wissenschaftliche Studien erfahrt? Weil die meisten Wissenschaftsjournalisten und Medienmacher glauben, das interessiert niemanden. Und oder das versteht ja sowieso keiner. Das sollte ein Schnurrbart sein, weil sie nicht gemerkt hat, was das gerade soll. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, ihr habt auf dieses Video geklickt, weil ihr ganz genau wissen wollt, was jetzt mit diesen Fluoriden ist. Und ich traue euch natürlich zu, dass euch das nicht zu kompliziert ist. Also, cheers. Let's go. Nummer 1, die Element-Studie. Element steht für Early Life Exposures in Mexico to Environmental Toxicants. Welchen Einfluss haben verschiedene Schadstoffe aus der Umwelt auf die Gesundheit von Kindern in Mexico City? Sehr große Langzeitstudie. Ein Fokuspunkt war zum Beispiel Blei. Aber diese Studie hat sehr viele verschiedene Veröffentlichungen herausgebracht, unter anderem eine zu Fluoriden. Und zwar, man hat Urinproben von insgesamt 500 Schwangeren gesammelt und den Fluoridgehalt in dem Urin bestimmt. Also je mehr Fluorid im Urin ist, desto mehr hat man auch zu sich genommen. Frage, gibt es jetzt einen Zusammenhang zwischen dem Fluoridgehalt im Urin der Mutter und der Intelligenz des Kindes? Hier sind die Ergebnisse. Fangen wir an mit dem Ergebnis der 4-Jährigen. Auf der X-Achse ist die Konzentration von Fluorid im Urin der Mütter. Auf der Y-Achse steht McCarthy GCI. Vereinfacht gesagt entspricht das dem IQ der Kinder. Die abfallende Linie heißt, je mehr Fluorid, desto dümmer die Kinder. Wir sehen aber auch, dass die Daten sehr stark streuen. Dieser grau unterlegte Bereich ist der sogenannte Konfidenzintervall. In diesem Fall heißt das, wenn man dieses Experiment jetzt noch ganz oft wiederholen würde, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass der Mittelwert innerhalb dieses grauen Bereichs liegt, 95%. Und wir sehen hier, mit steigender Fluoridkonzentration wird die Messung immer ungenauer. Das sieht man darin, dass der graue Bereich immer breiter wird. Schauen wir weiter auf die Ergebnisse der 6- bis 12-Jährigen. Selbe Auftragung, Fluoridkonzentration gegen den IQ der Kinder. Bei den älteren Kindern sehen wir jetzt was anderes. Bis zu einem gewissen Wert, nämlich etwa 1 Milligramm Fluorid pro Liter, hat das Fluorid gar keinen Einfluss auf die Intelligenz. Erst bei einer höheren Konzentration gilt wieder, je mehr Fluorid, desto dümmer die Kinder. Wir haben es also hier mit einem nicht-linearen Zusammenhang zu tun. Also es geht nicht einfach so, sondern es geht so. Dabei gibt es aber für diese höheren Fluoridkonzentrationen auch nicht so viele Daten, wie ihr seht. Die Messung wird ungenauer, was man zum Beispiel auch wieder an dem breiteren grauen Konfidenzintervall sieht. Fazit? Tja, jetzt wo man mehr Details kennt, ist es gar nicht mehr so einfach zu ziehen, richtig? Und das ist ja auch das Undankbare bei Wissenschaftsjournalismus. Die Leute wollen immer hören, Fluorid ist sicher oder Fluorid ist giftig. Für Differenzierung hat ja heutzutage keiner mehr Zeit. Außer ihr natürlich, deswegen seid ihr hier. Die Autoren selbst, also die Wissenschaftler, die diese Studie geschrieben haben, sind selbst der Meinung, dass Schwangere keinen größeren Mengen an Fluorid ausgesetzt werden sollten. Gleichzeitig räumen sie aber selbst die Grenzen ihrer eigenen Studie ein. Und ich will es euch mal gerade zeigen, nur damit ihr den Unterschied versteht zwischen einem populärwissenschaftlichen Beitrag und einem wissenschaftlichen Artikel. Ganze 5 Abschnitte widmen die Wissenschaftler allein den verschiedenen Faktoren, welche die Aussagekraft ihrer Ergebnisse beeinträchtigen. Trotzdem kann man und sollte man von solchen Ergebnissen praktische Konsequenzen ableiten. Zum Beispiel, indem man sich fragt, sollte man Trinkwasser noch extra mit Fluorid versetzen? In Deutschland wird das sowieso nicht gemacht, aber in anderen Ländern, wo das gemacht wird, zur breiten Kariesprophylaxe, wird das Ganze auch neu diskutiert. Was heißt das Ganze jetzt aber für die Zahnpasta? Nichts. Es geht hier um eine systemische Aussetzung, eine systemische Verabreichung von Fluoriden über die Nahrung, übers Wasser und nicht über eine lokale, wie beim Zähneputzen, wo man das meiste wieder ausspuckt. Sehr wichtiger Unterschied, denn ich kann es nicht oft genug sagen, die Dosis
macht das Gift. Nummer 2, die chinesische Meta-Analyse. Wie sagt man so schön, eine Studie ist keine Studie. Deswegen schauen wir uns jetzt eine sogenannte Meta-Analyse an. Meta-Analyse heißt, man vergleicht viele verschiedene Studien zum selben Thema und fasst die Ergebnisse zusammen. In dieser viel zitierten Meta-Analyse ging es um 16 verschiedene chinesische Studien, die einen Zusammenhang zwischen Fluorid und der Intelligenz von Kindern untersuchten. China hat mit allerlei Umweltverschmutzungen zu kämpfen. Fluoridkontamination von Trinkwasser ist eine davon, zumindest in manchen Regionen. Beim Zusammenfassen von diesen 16 Studien kam man auf einen durchschnittlichen IQ-Verlust von fast 5 Punkten in Regionen mit erhöhter Fluoridkonzentration. Das ist ganz schön erschreckend. Aber, es gibt immer ein Aber. Erstmal, die meisten Studien vergleichen hier Regionen mit viel Fluorid versus Regionen mit wenig Fluorid. Aber wir erfahren jetzt leider gar nicht, wie viel jetzt viel ist und wie viel wenig ist. Und noch etwas räumen die Autoren selbst ein. Diese Meta-Analyse ist nur bedingt repräsentativ. Woran sieht man das? Diese Pyramide hier ist ein statistisches Tool und nennt sich Funnel Plot. Jeder dieser Punkte steht für eine der 16 Studien, die hier zusammengefasst wurden. Ich verkürze jetzt mal sehr stark, aber im Prinzip sagt uns so ein Funnel Plot Folgendes. Je symmetrischer er aussieht, also beziehungsweise je mehr er so aussieht wie jetzt hier bei Wikipedia, desto repräsentativer ist die Meta-Analyse. Das ist hier nicht der Fall. Der Funnel-Plot ist nicht symmetrisch. Das heißt, hier scheint es irgendein Bias zu geben, sprich irgendeine systematische Verzerrung, irgendeinen systematischen Fehler. Und das geben die Autoren auch selbst zu. Deswegen gab es später eine neuere Meta-Analyse mit optimierter Methodik. Erster Blick auf den Funnel-Plot zeigt schon mal ein symmetrischeres Bild. Außerdem wurden hier jetzt nicht nur 16, sondern 27 Studien miteinander verglichen. Und jetzt, Achtung, Achtung, sind es nicht mehr 5 IQ-Punkte, sondern nur noch 0,45 Punkte weniger durch Fluorid. Das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied. Und die Autoren selbst sagen auch, dass dieser Unterschied nicht riesig ist. Aber natürlich sollte man auch nicht den kleinsten IQ-Verlust von ganzen Bevölkerungsgruppen riskieren. Ist klar. Nur auch hier kann man schon wieder leider keine Aussage über die kritische Dosis machen, da nicht bekannt ist, wie viel Fluorid die Kinder nun tatsächlich eingenommen haben. Fazit: Fluoridkontamination von Trinkwasser stellt ein ernsthaftes Risiko für die Intelligenz von Kindern dar. Betrifft das hier das Zähneputzen? Nein. Auch wenn man die genauen Zahlen nicht kennt, so weiß man zumindest, dass die Fluoridkonzentration in der Umwelt, in diesen chinesischen Regionen, in ganz anderen Größenordnungen liegen, als sie es in Deutschland sind. Und zweitens handelt es sich hier wieder um eine systemische Verabreichung von Fluoriden und keine lokale wie beim Zähneputzen. Dann gibt es natürlich auch Tierstudien, wo Mäusen und Ratten hohe Fluoridkonzentrationen systemisch verabreicht wurden. Auch hier hat man Toxizitäten festgestellt. Sind diese Studien aussagekräftig? Ja. Sind sie aber relevant fürs Zähneputzen? Nein. Nummer 3. Luke's Zirbeldrüsenstudie. Kommen wir endlich zur Zirbeldrüse und der Frage, ob Fluoride die Zirbeldrüse verkalken. Die Zirbeldrüse sitzt bei Wirbeltieren so ziemlich genau in der Mitte des Gehirns und wird auch manchmal das dritte Auge genannt. Was weniger esoterisch ist, als es zunächst klingt, zumindest für Fische, Reptilien und Amphibien, bei denen die Zirbeldrüse tatsächlich, so ähnlich wie unsere Netzhaut, direkt lichtempfindlich ist. Bei Säugetieren oder bei Menschen ist sie nur indirekt lichtempfindlich durch eine Connection zum Auge. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist die Produktion des Schlafhormons Melatonin und spielt eine Rolle in unserer inneren Uhr. Dazu haben wir auch schon mal ein altes, schön schlaues Video gemacht, verlinke ich euch. So, die Zirbeldrüse ist prinzipiell ein weiches Organ, kann aber auch Stellen von Mineralen bilden. Man sagt dazu Kalzifizierung, glaube ich, also sagt man das auf Deutsch so, Calcification. Die Zirbeldrüse verkalkt also tatsächlich, es bilden sich kleinere mineralisierte Regionen. Mineralien, die in ihrer Zusammensetzung ganz ähnlich sind zu unseren Zähnen oder zu unseren Knochen. Also ein kalziumhaltiges Mineral. Wir wissen bis heute immer noch nicht, was diese Verkalkungen auslöst und ob das was Schlechtes ist oder ein ganz normaler, natürlicher und harmloser Prozess. Es besteht Verdacht auf Zusammenhang mit Krankheiten wie Alzheimer.
Die Forschung ist hier noch lange nicht abgeschlossen. Ich persönlich halte das zumindest nicht für ausgeschlossen, zumal Alzheimer, soweit ich weiß, auch was mit Melatoninspiegeln zu tun hat. Wenn sich Fluoride in unseren Zahnschmelz einbauen können, wie wir bei unserem Karies-Video gelernt haben, dann können sich diese Fluoride doch sicherlich auch in die Minerale in der Zirbeldrüse einbauen. Hinzu kommt, dass die Zirbeldrüse außerhalb der Blut-Hirn-Schranke liegt, also während der Rest des Gehirns nicht so zugänglich für Fluoridionen ist, ist die Zirbeldrüse prinzipiell open for access. So viel zu den allgemeinen Infos. Es gibt kaum Studien, die sich mit der Zirbeldrüse und Fluoriden beschäftigen, außer diese von Fluoridkritikern oft zitierte Studie von Jennifer Luke. Sie hat sich 11 Leichen geschnappt und Folgendes gemessen. Wie viel Fluorid befindet sich in den Knochen, in den Muskeln und in der Zirbeldrüse dieser 11 Leichen? 11 ist jetzt keine statistisch überwältigende Zahl, aber schauen wir mal, was da rauskam. Hier ist der Fluoridgehalt in der Zirbeldrüse gegen den Calciumgehalt in der Zirbeldrüse aufgetragen. Der Calciumgehalt steht stellvertretend für den Grad der Mineralisierung. Also je mehr Calcium sich in der Zirbeldrüse befindet, desto mehr Mineral befindet sich dort. Also desto mehr Verkalkung haben wir hier vorliegen. Was hier gefunden wurde, war, je mehr Calcium, desto mehr Fluorid. Calcium scheint also zum Beispiel Fluorid anzuziehen oder andersrum. An der Streuung der Messpunkte sieht man, das ist jetzt nicht der genaueste Zusammenhang. Mehr als 11 wären hier sicherlich hilfreich, aber ich nehme das Ergebnis so hin, denn eine positive Korrelation ist definitiv da. Dieser Graph sagt mir jetzt aber leider nicht, ob Fluorid sich erst in der Zirbeldrüse anreichert und dann Calcium anzieht und dadurch die Verkalkung initiiert. Oder ob es andersrum ist, dass ein hoher Calciumgehalt in der Zirbeldrüse Fluoridionen anzieht. Das weiß man jetzt nicht. Graph Nummer 2. Wir vergleichen hier den relativen Fluoridgehalt in Knochen mit dem relativen Fluoridgehalt in der Zirbeldrüse. Und wir sehen, in 9 der 11 Fälle ist der Fluoridgehalt in der Zirbeldrüse relativ gesehen höher als im Knochen. Das kann natürlich daran liegen, dass die Minerale in der Zirbeldrüse kleiner sind und dadurch eine größere relative Oberfläche haben. Und Fluorid baut sich eben in der Oberfläche ein. Wenn wir also relativ gesehen mehr Oberfläche haben, macht es Sinn, dass wir relativ gesehen auch mehr Fluorid haben. Ist für mich persönlich also sehr logisch und nachvollziehbar. Aber ich sehe jetzt hier auch wieder keine Aussage darüber, ob Fluoride jetzt der Grund für die Verkalkungen sind oder nicht. Fazit. Halten wir fest. Fluorid kann sich offenbar in der Zirbeldrüse genauso einbauen wie in einem Zahn. Zweitens, da die relative Oberfläche viel höher ist, ist auch der relative Fluoridgehalt in der Zirbeldrüse recht hoch. Wir wissen jetzt, dass zum Beispiel in der Kariesprophylaxe die Zähne durch Fluorid ein bisschen härter und beständiger werden. Man kann davon ausgehen, dass dasselbe auch für die Minerale in der Zirbeldrüse geht. Die Frage ist jetzt nur, ob das die Mineralbildung überhaupt erst verursacht oder begünstigt. Das wissen wir, wie gesagt, leider nicht. Folgendes kommt auch noch hinzu. In vielen Tieren werden Zirbeldrüsenverkalkungen beobachtet und in Menschen in verschiedenen Bereichen der Welt sieht man keine besonders großen Unterschiede, was diese Verkalkungen betrifft. Wenn zum Beispiel das Fluorid aus der Zahnpasta Verkalkungen hervorrufen würde, warum haben dann auch Tiere Verkalkungen in der Zirbeldrüse? Wenn es jetzt nicht an der Zahnpasta, sondern zum Beispiel am Grundwasser, am Trinkwasser liegt, wo vielleicht zu viel Fluorid drin ist, warum sehen wir dann keine globalen, regionalen Unterschiede, wo wir doch wissen, dass sich Fluoridkonzentrationen in verschiedenen Regionen sehr stark unterscheiden können? Und noch was. Wenn ihr Studien findet, die sich mit Toxizität und Fluoriden beschäftigen, dann schaut bitte auf zwei Sachen, nämlich erstens die Konzentration und zweitens die Art und Weise der Exposure, also lokal beim Zähneputzen oder durch Essen und Trinken. Zähneputzen mit Fluoriden ist sicher. Es gibt keinen wissenschaftlichen Grund dafür, etwas anderes anzunehmen. Und für alle, die jetzt sowas geschrieben haben wie ich putze seit Jahren ohne Fluoride und habe nie Karies, good for you, ernsthaft. Wenn du kein Karies bekommst, dann brauchst du auch keine Fluoride. Dann musst du auch keine benutzen. Der Körper braucht dir keine Fluoride. Aber wenn ihr kariesanfällig seid und ihr habt Angst vor Fluoriden in der Zahnpasta, tut euch den Gefallen, putzt eure Zähne mit Fluoriden und erspart euch schmerzhafte Zahnbehandlung. Und wie gesagt, unserem Trinkwasser wird kein Fluorid zugesetzt und das finde ich auch nicht notwendig. Jeder kann sich ja selber die Zähne putzen, wenn er möchte. Aber es gibt Salz
das fluoriert ist, und es gibt auch Mineralwasser, wo Fluorid drin ist. Da könnt ihr ja gerne einfach mal drauf achten und schauen, ob ihr auf die 0,05 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag kommt. Das ist die offiziell empfohlene Dosis, auch für Kinder und Schwangere. Freunde, wenn ihr dieses Video bis hierhin geschaut habt, sagt mir Bescheid, wenn ihr das ganze Video gesehen habt. Dann kriegt ihr nämlich von mir persönlich, ja, es ist wieder Kekstime, ein Keks-Emoji ohne Kariesgefahr. Überprüft außerdem das, was ich euch heute alles erzählt habe, mit den Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt sicher. Nee, das ist jetzt schief. Shit. Ich glaube, das war's.